Herzlich willkommen und schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Matthias Kasper und ich bin der Moderator des heutigen Programms. Zu Gast haben wir Professor Dr. Carsten Fischer, Lehrstuhlinhaber für politische Theorie der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie sind ein erfahrener Theoretiker und können uns hoffentlich viel über Andrew Tate, seine Ideologie und die Einordnung in die Verschwörungstheorien und die neue Rechte einstufen. Andrew Tate ist ein britisch-amerikanischer Influencer und ehemaliger Kickboxer. Besonders junge Männer polarisiert er mit seinen Meinungen über das Internet. Junge Männer, die dieses Jahr zum ersten Mal wählen gehen können. Wenn Sie noch mehr grundlegende Informationen über Andrew Tate erfahren möchten, schauen Sie sich gerne unser erstes Video an. Dazu finden Sie mehr unter unserem Kanal. Lieber Herr Fischer, welche Vorstellungen von Geschlechterrollen gibt es in der Politik und inwiefern kann man diese ins Extreme beziehen? Nun, das Thema Geschlechterrollen und Politik ist ein extrem altes. Seit der griechischen Antike ist das ein Thema. Dort hat man Segmente zu unterscheiden versucht und gesagt, der Oikos, das Haus, ist der Bereich der Frau. Und die Polis, der öffentliche Raum, ist der Bereich des Mannes. Der Oikos soll der eigeninteressierte Raum sein, den die Frauen mit ihrer Orientierung auf die Familie zuständig sind, und die Polis, der gemeinwohlorientierte, für den die Männer mit ihrem rationaleren Verständnis zuständig sein sollen. Das empfinden wir heutzutage als reaktionär, als vollkommen absurd, weil wir wissen, dass die ganzen Zuordnungen nicht nur diskriminierend, sondern einfach auch falsch sind. Und nachdem es 2.500 Jahre gedauert hat, diese Vorstellungen, die ja dann sehr stark auch die gesellschaftlichen Strukturen bestimmt haben, aufzubrechen und aufzuklären, sehen wir nun einigermaßen fassungslos, dass diese Vorstellungen in sogar radikalisierter Form wiederkehren. Denn so frauenfeindlich, so verachtend, so gewaltbereit wie in der neuen Rechten, in dem Phänomen der toxischen Männlichkeit, war es in der Antike niemals gewesen. Sie sagen, es war noch nie so radikal wie jetzt. Hat das vielleicht etwas mit der Internetkultur und dem Internet im Allgemeinen zu tun? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ganz sicherlich hat es damit zu tun, weil das Internet ja wie ein Lautverstärker wirkt. Die Algorithmen produzieren erhöhte Nachfrage und begünstigen, dass jede Position gerade dann attraktiv und nachgefragt wird, wenn sie besonders radikal ist. Andererseits darf man aber eben auch nicht vergessen, dass das Phänomen als solches eben nicht so neu ist. Genauso wie der Rechtsextremismus alles andere als neu ist. Es ist, wie man so schön sagt, alter Wein in neuen Schläuchen. Und man muss da schon zwischen Medium und Inhalt unterscheiden. Wir haben vorhin das Phänomen gehört, toxische Männlichkeit. Können Sie mehr dazu sagen und wie es sich heute einordnen lässt? Also das sagt ja nichts weiter eigentlich zunächst einmal aus, als dass die Männlichkeit giftig ist. Toxisch heißt giftig. Und an sich ist das ein Begriff, der aus dem Feminismus stammt, mit dem im Feminismus kritisiert worden ist, dass eine sehr nach außen gekehrte, eine sehr stilisierte, eine sehr selbstbewusste Männlichkeit toxisch wirkt. Auf Frauen, aber auch für die Männer und auf die Gesellschaft insgesamt. Und nun ist etwas passiert, was ganz typisch ist für politische und soziale Bewegungen. Eine Fremdbeschreibung wird als Selbstbeschreibung aufgenommen. Und Tate produziert sich selber als einen toxischen Mann, stilisiert das geradezu und nimmt diesen Begriff als etwas Positives. Er deutet es regelrecht um und er will damit eben ausdrücken, dass er giftig, in der Sportsprache würde man sagen gallig, ist und das für einen Mehrwert, für eine Tugend hält. Tate ist ja nicht der Einzige, der diese toxische Männlichkeit reproduziert oder auch für sich beansprucht. Welche anderen Akteure gibt es da? Da gibt es eine erstaunlich große Menge an Akteuren, für die es einen Begriff gibt, der Manosphere heißt, oder auch deutsch Manosphäre, die Sphäre, der Bereich des Mannes. Das ist natürlich auch kein kohärenter, abgeschlossener, klar definierter Raum, sondern ein im wahrsten Sinne des Wortes virtueller Raum, in dem sich alle möglichen Akteure tummeln können. Dazu erzählt eine in den USA besonders virulente Gruppe, die sogenannten Incels, Involuntary Celibates, also unfreiwillig zölibatär lebende, ihre sexuellen Bedürfnisse nicht ausleben könnenden Männer, die keine Frauen finden,
Dazu gehört dann aber auch ein dezidiert politisches Netzwerk wie die sogenannten Proud Boys, die ebenfalls toxische Männlichkeit mit White Supremacy, weißer Überlegenheit, mit Rassismus und politischem Radikalismus verbinden. Es ist also insgesamt ein sehr breites Spektrum. Und bei uns in Deutschland ist das mittlerweile auch angekommen. Das, was wir die neue Rechte nennen, ist voll von solchen Vorstellungen. Die Schriften des Antaios Verlags in Schnellroda beispielsweise widmen sich immer wieder diesem Thema. Und auch bei politischen Parteien wie der Alternative für Deutschland ist dieses Denken angekommen, wie man an Kommentaren von Maximilian Krah, dem Spitzenkandidaten, ablesen kann, der beispielsweise gesagt hat, echte Männer wählten rechts. Und das würde dann eben auch das Finden einer Beziehung erleichtern. Der Feminismus, wie Sie sagen, wird ja sehr gerne als Feindbild verwendet. Warum machen die neuen Rechten das? Oder warum ist der Feminismus das Problem? Das ist ein sehr komplizierter Sachverhalt. Zum einen sind natürlich Frauen zunächst einmal das Feindbild dieser Männer. Sobald diese Frauen versuchen, ihre Gleichberechtigung durchzusetzen, sobald sie selbstbewusst auftreten. Es gibt so etliche Themen, die im Bereich dieser Männlichkeitsfetischismen auftreten. Und an denen kann man das sehr klar ablesen. Beispielsweise geht es zunächst einmal um Identität und eine recht biologistische Vorstellung von Männlichkeit. Wir wissen heutzutage, dass Geschlechter zwar eine biologische Basis haben, aber durchaus dann sehr stark soziale Phänomene auch sind. In diesem Denken, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, wird aber Geschlecht als eine ausschließlich biologische und natürliche Kategorie verstanden. Daraus wird dann ein bestimmtes Identitätsverständnis abgeleitet. Indem ich als Mann geboren bin, meine ich, diese Identität haben zu müssen. Das wird dann weiter spezifiziert. Es geht dann zum Beispiel um Begabung und Bezahlung. Es werden abstruse Theorien entwickelt, dass Männer mit ihrem größeren Gehirn eine höhere Begabung hätten. Wir wissen, dass das vollkommen unzutreffend ist, weil nicht die Größe des Gehirns ausschlaggebend ist. Bei Maximilian Krah heißt es dann beispielsweise, Frauen seien im Durchschnitt sogar leistungsfähiger, aber könnten nicht solche Spitzenwerte erreichen, würden beispielsweise keine Spitzenwissenschaftlerinnen werden. Das ist nicht nur empirisch falsch, sondern auch hier wird der soziale Faktor wieder außer Acht gelassen, warum das so ist. Und das Ganze verdichtet sich dann zu einer Bedrohungsfantasie. Und daraus wird dann eben abgeleitet, dass es einer neuen Hierarchie bedürfe, dass Frauen sich den Männern wieder unterordnen müssten. Das ist aber nur die ideologische Seite. Man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass es auch eine wesentliche soziale Seite gibt, die darin besteht, dass ja durch die Fortschritte der Gleichstellung in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich die Frauen an vielen Stellen den Männern im Berufsleben, auch schon in den Schulen den Rang abgelaufen haben. Wir wissen aus der empirischen Bildungsforschung, dass mehr Mädchen es aufs Gymnasium schaffen, dass sie dort die besseren Leistungen bringen, dass mehr Mädchen Abitur machen, dass sie mit besseren Noten Abitur machen, dass sie auch bessere Studienleistungen erbringen, auch bessere Promotionen abschließen, bis dann der Moment der Familiengründung zu einem Knick führt. Und das führt natürlich zu Ressentiments. Und wenn man das dann nochmal auf bildungsfernere Schichten bezieht, dann darf man nicht vergessen, dass neben dem Ideologischen es auch massive soziale Gründe für dieses Gefühl eines leider immer größer werdenden Teils von Männern gibt, einfach gesellschaftlich abgehängt und benachteiligt zu sein durch die Frauenemanzipation. Wenn es diese alternativen Theorien gibt, wie zum Beispiel auch biologisch der Mensch sich unterscheidet, wie inwiefern kann man das vielleicht auch auf Verschwörungstheorien übersetzen, wenn wir sagen, okay, die sagen, dass Frauen ein viel kleineres Gehirn hätten, das aber überhaupt gar nicht stimmt. Ist das eine Alternative zur Wissenschaft? Es ist ein typisches Vorgehen von Verschwörungstheorien, Wissenschaft selektiv zu nutzen. Und beispielsweise das, was Wissenschaft auszeichnet, nämlich niemals endgültige Antworten zu haben, sondern jede Antwort immer wieder neu für Forschung zu öffnen und immer wieder angreifbar zu machen,
genau gegen Wissenschaft zu wenden. Wir kennen das beispielsweise von den Impfgegnern in der Corona-Pandemie. Alle Wissenschaftler haben damals gesagt, dass sie unter Bedingungen von Unsicherheit operieren mussten, denn es war ein neues Virus, man musste experimentieren. Und das wurde halt gegen Wissenschaft verwendet. Und genauso wird hier auch vorgegangen mit all diesen biologistischen, naturalistischen Theorien. Aber mit den Verschwörungstheorien ist es noch wesentlich ernster, weil es eben auch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gibt in diesem Umfeld. Sowieso gegen Frauen gerichtet, aber sehr regelmäßig dann auch Verbindungen eingehend zum Anti-Islamismus oder auch zum Antisemitismus. Und da geht es dann so weit, dass im Schrifttum aus diesen Kreisen beispielsweise argumentiert wird, Männer, die durch die Frauenemanzipation in ihrer Identität verletzt seien, hätten gar keine andere Möglichkeit mehr, ihre sexuelle Energie auszuleben als durch Gewalt. Und das reicht dann in manchen Schriften sogar dahin, bis dahin, dass eben Attentate wie diejenigen von Hanau und Halle erklärt und damit entschuldigt werden als Ausdruck eines solchen Verhaltens. Es wird also das ideologische, antisemitische, antiislamische Motiv vollkommen verfremdet und in diese Verschwörungstheorie eingebettet, dass es letztlich der liberale Feminismus ist, der für diese Phänomene verantwortlich ist. Wie können Sie sich vorstellen, dass man als Zivilgesellschaft oder auch als Politiker vielleicht darauf reagieren könnte? Man könnte es sich jetzt leicht machen und Aufklärung, Jugendarbeit und all diese Dinge fordern. Das ist natürlich auch richtig. Das machen wir und das müssen wir weitermachen. Und es schadet auch nichts, wenn man noch mehr davon tut. Aber man kann ja nicht die Augen vor der Tatsache verschließen, dass 75 Jahre vorzügliche Bildungsarbeit und Aufklärung und politische Didaktik in der Bundesrepublik Deutschland trotzdem nicht verhindert haben, dass es solche Phänomene gibt. Deshalb habe ich auch hingewiesen auf die sozialen Ursachen. Es sind nicht nur ideologische Verblendungen, sondern ideologische Verblendungen gehen immer einher mit sozialen Problemen. Und hier haben wir es mit dem Problem einer größeren Zahl nicht nur Ungebildeter, sondern einfach in ihrer Identität sich bedroht fühlender junger Männer zu tun. Man wird dagegen sicherlich strafrechtlich vorgehen müssen, weil es ja ein massiv gewalttätiges Phänomen auch ist. Notate hat selber ein bemerkenswertes Straftatenregister. Aber auch die anderen erwähnten Gruppen bis hin zu den Proud Boys sind gewaltbereit. Das kann nur der Rechtsstaat regeln, dieses Problem. Und darüber hinaus wird man neben der Aufklärungsarbeit aber auch darüber nachdenken müssen, wie man den Sozialisationsprozess von Jungen und jungen Männern verbessert. Wir haben etwa das Problem, dass wir kaum männliche Grundschullehrer haben und es einfach einen Energiestau schon da teilweise gibt. Und wenn man dieses Problem dann über Jahre hinweg sich weiterentwickeln lässt, dann kann es zur Radikalisierung kommen. Wir führen gerade in Bayern wieder G9 ein, das Abitur nach 9 Gymnasialjahren. Das ist aber nichts weiter als ein Etikettenschwindel, denn es ist immer noch ein G8, weil man ein Jahr überspringen kann. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie das zu beginnen scheint, es steht ja erst nächstes Jahr an, dann gibt es eine besondere Nachfrage nach dem Überspringen dieses Jahres bei Mädchen und nicht bei Jungen. Also wir sind immer stärker dabei, ein Gender Gap auch in der Hinsicht zu produzieren. Es gibt immer noch Gender Gaps zulasten der Frauen, zum Beispiel das Gender Pay Gap und viele andere. Frauen sind immer noch vornehmlich Opfer sexueller Gewalt, aber wir haben eben auch ein anderes Gender Gap und darauf müssen wir sehr achten. Lieber Herr Fischer, ich danke Ihnen sehr für dieses interessante Interview. Wenn Sie herausfinden möchten, welche Quellen Herr Fischer für seine Recherche verwendet hat, könnt ihr gerne in der Videobeschreibung nachschauen. Darunter finden Sie auch eine Auflistung unserer Kooperationspartner, bei welchen ich mich herzlich bedanken möchte, dass Sie dieses Projekt möglich gemacht haben. Herzlichen Dank.
Auch ein herzliches Dank geht an die Evangelische Jugend München, die uns die Räumlichkeiten sowie die Technik bereitgestellt haben. Wenn euch dieses Thema brennend interessiert, dann schaut euch gerne unsere weiteren Videos an. Diese findet ihr in unserem Kanal.